Ein knackiges High-Five in die Runde. Mein Name ist Adlerwache und ich begrüße euch auf meinem Kanal. Ja, Freunde, ich habe für euch meinen wunderschönen Tisch gedeckt mit einer wunderschönen Decke von meiner Frau. Ihr wisst, das gibt Ärger. Aber ich habe eine Glasplatte und das spiegelt zu krass. Und außerdem würdet ihr dann mein George Clooney-Gesicht erkennen. Und das wollen wir natürlich nicht. Denn ihr sollt ja nachts noch schlafen können und nicht ständig von mir träumen. So, bevor wir jetzt die Verlosung starten, denn das ist nämlich das Verlosungsvideo, möchte ich mich natürlich erstmal bei jedem einzelnen von euch bedanken. Wir sind jetzt über 2000 Abonnenten stark, das ist der Hammer. Freunde, damit hätte ich niemals gerechnet, wirklich nicht. Ich weiß noch und ich werde es nie vergessen. Grüße gehen raus, Bartholomäus, dass ich damals zu ihm gesagt habe, wo ich den Kanal gegründet habe. Hier, ich wäre froh, wenn ich 10 Abonnenten habe, da würde ich schon feiern. Mittlerweile sind wir, wie gesagt, über 2000 Leute stark. Das ist krass. Freunde, das ist einfach nur krass. Dafür ein dickes, fettes Dankeschön, knackiges High Five an jeden einzelnen von euch. Es macht einfach so dermaßen viel Spaß, mit euch zu schreiben, mit euch zu zocken, beim Streams zu gucken, wie ihr miteinander schreibt. Und man muss ja auch sagen, klar, es gab kleine Streitereien immer mal in der Community. Aber im Großen und Ganzen wart ihr immer mega sozial zueinander und habt euch auch gegenseitig unterstützt und geholfen. Und das zeigt einfach, dass wir natürlich wieder die geilste Community sind, die man sich jemals vorstellen kann. Deswegen, Freunde, vielen lieben Dank. Deswegen gibt es auch diese Verlosung. Ihr wisst, ich gebe gerne was zurück. Und heute ist der Tag der Tage. Und bevor wir jetzt starten, möchte ich mich natürlich auch bei meinem Moderatorenteam bedanken. Ich wollte gerade was anderes sagen, deswegen kam da ein bisschen was durcheinander. Ich möchte mich wirklich extrem bei meinem Team bedanken, die mich da wirklich mega supporten, die mich auch entlasten, weil ihr wisst, ich bin Schichtarbeiter und es ist wirklich für mich sehr, sehr viel Arbeit, nebenbei noch Videos zu machen, mit euch zu spielen und. Ihr habt es ja selbst gemerkt, dass es die Community Partys immer ein bisschen weniger geworden sind, weil ich einfach die Zeit momentan nicht habe. Ich hoffe, dass sich das alles wieder ein bisschen legt. Und dass ich wieder mehr mit euch spielen kann. Aber ihr wisst, ich habe natürlich auch Verpflichtungen, was das Haus angeht, Tiere und. Und deswegen möchte ich erstmal mich beim Pfirsich und Maikasu bedanken. Die sind ja jetzt noch nicht so lange im Team, aber sie machen wirklich eine tolle Arbeit. Die haben immer ein Auge auf die Community, geben mir mal alles weiter. Wirklich vielen lieben Dank dafür. Dann natürlich an meinem Skylex, der mich schon seit, ich sag mal in Anführungszeichen, Release des Kanals begleitet. Mich dort auch immer wieder unterstützt. Mich auch immer wieder zum Lachen bringt mit seinen geilen Sprüchen, die er da auf Lager hat. Skylex, vielen lieben Dank für die super Zusammenarbeit mit dir. Und natürlich, Freunde, ihr wisst, er darf nicht fehlen, unser Harry. Harry ist einfach so ein mega sympathischer Kerl. Harry, wirklich vielen lieben Dank für die Zusammenarbeit und dass du auch jedes Mal bereit bist, mit dem Stream mitzufahren. Weil, ihr müsst es auch so wissen, ich schreibe auch Harry immer mal spontan, ich so, hier, wie sieht's aus, morgen streamen. Dann sagt er, jo, ist in Ordnung. Und das ist einfach geil, ne? Und ihr wisst ja, Harry und ich, das ist wie Titanic und Eisberg, das gehört einfach zusammen. Und Harry bringt mich immer wieder zum Lachen, ne? Also ich glaube, wenn ich immer alleine streamen würde, da würde ich komplett eskalieren, da wäre ich nur noch salzig. Und der Harry, der bringt mich dann immer wieder mal zum Lachen und lockert die ganze Stimmung auf. Deswegen, Harry, wirklich vielen lieben Dank, dass du auch im Moderatorenteam bist. Denn ich habe lange am Harry gekämpft, Freunde. Der Harry wollte nämlich anfangs nicht. Das können wir mal ruhig sagen. Und ich habe wirklich jede Woche geschrieben, ich so, Harry, ich will dich als Moderator. Und er so, nein. Und so ging das immer wieder. Und irgendwann hat dann Harry gesagt, ach komm, weißt du was, ich mach's. Und es ist einfach geil. Es ist wirklich geil. Harry, auch nochmal wirklich vielen lieben Dank. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Und es sind geile Sachen dabei. Es sind wirklich sehr, sehr geile Sachen. Ich habe mir diesmal wirklich einen Kopf gemacht. Ihr merkt schon, ne? Ich will hier so ein bisschen Spannung aufbauen. Es wird wahrscheinlich schon ein paar Zuschauer geben, die sagen, Alter, halt die Schnute, Entschuldigung. Ne, halt die Schnute. Zeig jetzt, was du hast. Aber, ja, Freunde, wir waren das ein bisschen chilliger. Also, ich habe mir wirklich Gedanken gemacht, was ich euch schenken könnte und was würde natürlich zu World of Warships passen. Genau. Blumen. Nein, wir fangen jetzt mal ganz geschmeidig an. Und zwar, ich habe mich, Freunde, diesmal sogar vorbereitet. Wer es glaubt, so, wir fangen mal ganz, ganz langsam an. Und unser erstes Geschenk ist die Z24. Ich versuche es mal zu halten. Ah, es ist wegen dem Licht alles ein bisschen doof hier. Aber ihr seht's, ne? Ich kann es noch mal ein bisschen ranbringen. So, das ist die Z24. Ein deutscher Zerstörer. Ihr wisst ja, wir haben die Z23 im Spiel. Habe ich auch schon geile Runden mit erleben dürfen. Ah, da schwelge ich wieder in Erinnerung.
So, ich versuche erstmal hier wieder wegzufahren. Oh, könnte wehtun für die Bismarck. So, wir drehen wieder ab. Ach Mann, ich fahre jetzt vor, ich habe jetzt keine Lust mehr hier stehen zu bleiben. Und die Bismarck könnte raus sein, Freunde. Das liegt nicht in meiner Natur. Ah, zwei wird sie kriegen. Ja, Bismarck ist raus. Jawohl. Ah, irgendwo, ach, da ist eine Typputz. Ah, was macht sie denn da? Ja, die bleibt hinter der Insel stehen. Ja, was hast du denn keinen Ton? Habe ich doch gesagt, dass die hinter der Insel stehen und ich jetzt vorfahre, weil ich keinen Bock mehr habe, hier stehen zu bleiben. Okay. Dann packe ich sie mir. Ja, ja, du packst sie ja von dort und ich komme andersrum noch. Weil die macht ja gar nichts. Die bleibt ja wirklich nur stehen. Die bleibt wirklich da nur stehen. Hin und wieder guckt sie raus, sogar bei den Schlachtschiffen. Ja, da hast du recht, Börner. Was kommt denn hinter uns? Alabama, komplett voll auf 20 Kilometer von mir aus gesehen. Ja, 13 Kilometer, die sieht mich so schnell nicht. Nee, ich meine ja nur. Mich sieht sie eher. Aber die Sau hinter der Insel, die ist jetzt keine Gefahr. Ah, hier ist wieder Camper City. Treffen deine Torps? Weiß ich nicht. Also auf jeden Fall treffen welche, ja. 4 Stück, wenn ich das richtig sehe. Ja, hier kommt die Akatsuki. Die ist auch raus. Das ist der erste Gewinn. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich leg's mal dahin. So, so. Gut. Dann kommen wir zum zweiten. Und Freunde, das ist die wunderbare Deutschland. Also Deutschlandklasse. Ist Deutschlandklasse ist die Graf Zeppelin. Graf Zeppelin. Freunde, ich bin schon als bei Kobi. Die Graf Spee. Und das ist aber noch vor dem Umbau. Ne? Ihr seht's, das ist noch die alte Variante. Aber trotzdem sehr, sehr geil. Auch mit der Graf Spee habe ich mal immer mal wieder eine schöne Runde erlebt. Das ist die zweite Sache, die ihr gewinnen könnt. Ja, wir links auch mal daneben. Dann haben wir, jetzt fahren wir schon ein bisschen größere Geschütze auf. Und das ist ein Schiffchen, Freunde. Ja, da bin ich ganz schön eskaliert im Video. Und zwar ist das unsere geliebte Prinz Eugen. Ihr kennt mein Prinz Eugen Video, da bin ich so eskaliert. Es war einfach nur geil. Es war einfach nur geil, gerade das mit den zwei Schlachtschiffen. Ah, Freunde. Das war einfach nur der Hammer. Ihr hättet mich privat erleben müssen, wie ich dort ausgerastet bin. Das ist einfach nur Wahnsinn. So, ich versuche es nochmal ein bisschen näher ranzukriegen, damit ihr es auch mal seht. Natürlich sind die Symboliken alle nicht
bemalt, also es sind nur angedeutet. Es ist blöd, es spiegelt alles ein bisschen. Ja, das ist euer dritter Preis, den ihr gewinnen könnt. Ich leg's mal da hin. Und ich bin ja noch nicht fertig, Freunde. Ich bin ja noch nicht fertig. Machen wir mal weiter. Und jetzt kommen wir zu einem Schiff, die ich wirklich sehr, sehr liebe. Ein wunderbares Schiff. Und nein, es ist nicht die Turbits, Freunde. Ich habe leider keine Turbits gefunden. Es tut mir wirklich sehr, sehr leid. Es tut mir leid. Ja. Es hat mich sehr traurig gemacht. Egal, weitermachen wir. Und zwar die wunderbare Scharnhorst. Ein geiles Schiff. Und ihr seht jetzt, bei der Scharnhorst ist sogar ein kleines U-Boot dabei. Ein kleines U-Bootchen. Ein Typ 7-Boot. Sehr, sehr geil. Und auch mit der Tarnung. Ich halte es nochmal rein. So. Na, Harry, wie ist da hinten so? Aber ich könnte dich gebrauchen, ja. Ich hab dir wenigstens den Zerstörer da hinten weggenommen, bevor ich gestorben bin. Ja, ja, der ist tot, die Gede. Die fährt da nicht mehr rum. Nur noch eine Fubuki bei A irgendwo. Fast. Problem gelöst. Jawohl. Komm, lad nach, Baby. Hier, nimm das. Komm, den nimm's auch noch mit. Jawohl! Gegnerische Schlachtschiff zerstört. Unser Team hat die Führung übernommen. So, 140.000, Alter. Ihr seht's, mit der Tarnung, richtig, richtig geil, gefällt mir richtig gut. Auch die Türme sind schön bemalt. Ich weiß auch gar nicht, aus was für ein Material die Schiffe sind. Es fühlt sich, es könnte sogar ein bisschen Metall sein. Ich weiß es nicht, Freunde. Ich lasse auch zu, ich will sie nicht auspacken. Ihr seht's, wir haben hier leider, wir können es nicht aufmachen. Also ich könnte es schon aufmachen, aber das wäre doof. Sie sollen so verpackt zu euch kommen. Ich werde sie auch hinten alle beschreiben, unterzeichnen, damit es hier, falls Leute gibt, die sagen, nee, ich will sie da drinnen lassen, muss ich hier nicht alles vollkritzeln. Deswegen gibt es die Unterschriften. Also jedes Schiff kriegt eine Unterschrift von mir, werde ich hinten drauf machen. Und dann gehen wir mal zum weiteren, denn wir sind ja noch nicht fertig, Freunde. Und das nächste Schiff, Freunde, ist was ganz, ganz Besonderes. Und dieses Schiffchen, Freunde, hat sogar eine besondere Verpackung, wie ihr seht. Und ja, es hat mir wirklich, da können wir sogar, das Ding können wir sogar mal richtig zeigen. Das hat mir wirklich, wirklich, ja, was soll ich sagen? Die Nerven geraubt. Es hat mir wirklich monatelang die Nerven geraubt, weil ich mit diesem Teil nicht klar kam. Und das hat mich sehr, sehr geärgert. Ihr wisst, es hat mich wirklich sehr, sehr geärgert. Und irgendwann hatten wir den Dreh raus und wir hatten sehr, sehr viel Spaß mit dem Teil. Und es geht natürlich um unsere geliebte Bismarck. Die können wir sogar mal rausholen. Die ist nämlich nur mit so einem Dings hier verbunden. Also die holen wir jetzt mal raus. Die gucken wir uns mal an. Zerstört. Das ist ein guter Anfang. Gegnerischer Kreuzer gesunken. Da kann ich euch nämlich auch gleich sagen, aus welchem Material das alles hier besteht. Ich habe ein bisschen Angst, Freunde. Ich will nichts kaputt machen. Nicht, dass wir einen Gewinn weniger haben. Das wäre sehr, sehr schade. So, schön vorsichtig. Ach, sieht wirklich geil aus. Freunde, es sieht wirklich, wirklich geil aus. Ist hier
Ein bisschen. Ihr dürft, also ihr müsst bedenken, das sind halt kleine Modelle. Ja, die sind aus Metall. Die sind echt aus Metall. Es sind kleine Modelle und man sieht immer wieder, dass so ein bisschen was verbogen ist. Also da dürft ihr, das könnt ihr dann selbst richten. Müsst ihr dann selbst schauen. Aber sonst super geil verarbeitet. Ihr seht hier bei der Bismarck, warte mal, ich zeig's euch. Hier vorne ist der Bug so ein bisschen offen. Also dafür kann ich nichts. Das ist wirklich von der Produktion her so. Da könnt ihr mal, ich weiß nicht, ob man es zusammendrücken kann. Ich lasse die Finger davon, sonst mache ich es noch kaputt und dann haben wir einen Gewinn weniger. Das müsst ihr selbst entscheiden. Fällt aber jetzt auch nicht so auf. Aber man merkt, es ist auf jeden Fall, ja, es ist Guss. Es ist ein kleiner Gussrumpf. Und der ist zweiteilig und das sieht man hier oben halt auch. Ich weiß nicht, ob man es zusammendrücken kann. Vielleicht kann man es zusammendrücken. Müsst ihr dann selber entscheiden. Also wie gesagt, hier haben wir nochmal die KMS Bismarck mit der Bismarck-Tarnung. Sieht richtig, richtig geil aus. Wie gesagt, jedes Schiff ist aus dem gleichen Material, ist auch vom gleichen Hersteller. Richtig geil, gefällt mir richtig gut. Ich würde sagen, wir lassen sie mal offen, damit ihr es auch richtig seht. Wir stellen sie mal hier hin. So. Und dann, Freunde, habe ja gesagt, ich habe ein paar Sachen. Sind wir noch nicht fertig? Ach so, Moment. Zur Bismarck gibt es auch eine kleine Broschüre, glaube ich. Ah ja, hier. Gibt es sogar eine kleine Broschüre. Der Gewinner kann mir dann schreiben, ob er es haben möchte oder nicht. Da können wir mal kurz reingucken. Da seht ihr halt hier die Bismarck, eine Legende, ist natürlich ganz klar. Wie gesagt, könnt ihr auch schreiben, ob ihr es haben möchtet oder nicht. Gut. Und ja, stehen ein paar sehr informative Sachen hier drin. Ich glaube, die Geschichte ist hier wirklich kurz zusammengefasst. Technische Daten. Auf jeden Fall wirklich was Cooles. Lege ich auch mal hier hin. Gehört zur Bismarck dazu. Also wenn der Gewinner kann mir dann sagen, ob er es dazu haben möchte oder nicht. Dann gehen wir mal weiter. Wir sind ja immer noch nicht fertig, denn ich habe noch ein Schiffchen. Und dieses Schiffchen ist was ganz Besonderes. Nein, Freunde, es ist nicht die Mikasa. War ich auch mal überlegen, ob ich eine Mikasa irgendwo herkriege. Und ja, ihr wisst ja, ich bin absoluter Mikasa-Fanatiker. Und ja, das Mikasa-Video kommt noch, Freunde. Ich habe momentan wirklich wenig Zeit und ihr merkt ja selbst, immer wenn ich an dem Mikasa-Video weiterarbeiten will, kommt ein neues Schiff und dann denke ich mir so, ah, gut, dann musst du erstmal das neue Schiff, das hat Priorität. Nein, Freunde, es ist ein ganz besonderes Schiff und ich sehe hier schon, hier geht schon der Pappe hinten ab. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut, das muss der Adler nochmal ein bisschen festkleben. Nee, es ist ein ganz bestimmtes Schiff. Ein ganz besonderes Schiff, das wollte ich sagen. Für mich sowieso mein absolutes Lieblingsschiff, Freunde. Da wisst ihr eigentlich jetzt schon, was es ist. Es ist ein wirklich geniales Schiff. Mit der habe ich eine sehr, sehr geile Runde hingelegt. Mit dem Video habe ich die meisten Zuschauer erreicht. Und auch die meisten Abonnenten gewonnen. Es geht natürlich um meine geliebte Tirpitz. Ich habe euch natürlich verarscht. Die Tirpitz darf natürlich nicht fehlen. Die Tirpitz ist mit dabei. Ihr wisst ja, ich habe ein Tirpitz-Messer. Und ja, hier, ihr seht es hier. Hier geht so ein bisschen die Verpackung auf. Das werde ich auf jeden Fall noch zukleben. Hat natürlich, der Boss wurde hier ein bisschen wild mit rumgefuchtelt. Aber ihr seht es, ich halte es nochmal ein bisschen näher ran. Richtig schön detailliert. Das sind kleine Modelle, ist ganz klar, ne? Es ist jetzt natürlich nicht High-End bemalt, aber ich finde dafür, dass man es sich schön hinstellen kann, sieht es wirklich geil aus. Und die Tirpitz, ihr habt es ja selbst gesehen, das waren Erinnerungen. Gegnerischer Kreuzer zerstört. Beschädigt.
sehr, sehr gern zurück. Die Türbelsrunde war wirklich Hammer. War wirklich, wirklich Hammer. So, Freunde, das legen wir auch nochmal hier hin. Und wir sind immer noch nicht fertig. Eine Kleinigkeit habe ich noch. Ihr fragt euch jetzt, hä, wie nur noch eine Kleinigkeit? Ja, es ist, ich sag mal, von der Art her immer dasselbe. Aber davon habe ich halt einiges. So, und zwar haben wir... Und da muss ich ganz ehrlich sagen, Freunde, ist richtig, richtig geil. Ich habe jetzt hier mal einen Lieferschein. Schade, da steht es gar nicht drauf. Sonst hätte ich euch gerne mal gesagt, also der Wert von einem von der Sache sind, glaube, jetzt muss ich lügen, glaube 27 Euro. Wir haben 6 Stück davon. Ah ja, genau, da kann ich doch mal gucken. Genau, wir haben 3-mal das und 3-mal das. Das ist gut zu wissen. Denn, Freunde, es muss natürlich auch was Persönliches her. Das ist mal für mich persönlich wieder der Hauptgewinn. Und zwar halt, ja, wo ihr halt auch Adlerware mit verbinden könnt. Und zwar hat der Adlerware für euch T-Shirts anfertigen lassen. Und die gucken wir uns jetzt mal gemeinsam an. Wir haben, bevor ich es jetzt aufmache, wir haben 3x L und 3x XL. Und ich werde gleich noch was zur Verlosung sagen. Nur, dass ihr halt schon mal Bescheid wisst, dass wir halt, wie gesagt, 3 XL und 3 L T-Shirts haben. Wir gucken sie uns erstmal an und dann sage ich halt nochmal eine Kleinigkeit dazu. Und ich kann euch sagen, von der Qualität her ist das, sind die T-Shirts wirklich 1A. Muss man wirklich, wirklich sagen. Eine super geile Qualität, auch ein super geiler Druck. Ich lege es mal kurz hier hin, damit man es mal sieht über meine Türpitz. Also das ist der Frontdruck. Mein Logo mit meinem Hintergrund, ihr wisst es ja, ist ja weltberühmt. Und jetzt kommen wir auf die Rückseite. Und auf die Rückseite, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich auch sehr, sehr stolz drauf. Ist sehr, sehr witzig. Denn ihr habt eigentlich die Rückseite im Großen und Ganzen gestaltet. Denn ihr habt, ich sag mal, diesen Spruch zur Legende gemacht. Und das ist das, was ihr wohl bei mir am meisten feiert. Natürlich hier mit Logo und natürlich Zita. Und dann habe ich hier nochmal 2 kleine Zita aus Raster von mir, die ich bis heute einfach abgrundtief feiere. Viel Spaß damit und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. Aber da kommt sie. Ah. Oh, 4-fach Zita! Alter! Also oh ja, die, ja, ja, aber die eine dreht hier. Komm schon, jetzt drück hier mal richtig eine. Jawoll! Dritt Benzin-Tabelle! Blödes Mistding, ey! Jawoll! Ach, das werde ich vermissen im alten Haus, wie das so schön halt. Ja. So, Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir müssen aufpassen, dass wir hier die gute Bismarck zuballern. Also, jetzt kommen wir zur Verlosung. Teilnahmebedingungen ist ganz einfach. Ich lege es nochmal vorwärts hin. So, dass hier auch alles drauf kommt. Ihr seht's, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 plus 6 T-Shirts sind wir bei 12 Sachen, die ihr gewinnen könnt. Jeder kann natürlich nur eine Sache gewinnen. Es ist ganz einfach teilzunehmen. Ihr müsst einfach nur Hashtag Zita, aber Zita mit 3 I's, 3 T's, 3 A's, 3 Ausrufezeichen. So müsst ihr es hinschreiben, also Hashtag Zita. Und schreibt mir bitte, weil Wünsche werden hier nicht angenommen, Freunde. Denn es ist einfach random. Ihr wisst ja, war in der letzten Verlosung genauso. Wir haben wieder unsere Seite, wo dann einfach die Kommentare willkürlich ausgewählt werden. Und das sind dann die Gewinner. Schreibt aber bitte rein, welche T-Shirt-Größe ihr haben möchtet. L oder XL. Wenn es euch egal ist, schreibt es bitte rein. Denn falls jetzt wir jetzt bei L-T-Shirts sind, ich werde es aber so machen, immer ein XL, ein L zu verlosen. Also immer im Abwechseln, nicht immer nicht drei XL hintereinander und dann die L hintereinander, sondern wirklich XL, L, XL, L. Ihr wisst schon, was ich meine. Wenn es euch egal sein sollte, schreibt es bitte rein. Schreibt einfach rein,
Größe egal. Ne? Also Hashtag Zita, darunter einfach T-Shirt-Größe XL oder L. Oder wenn es euch egal ist, egal schreiben. Denn, ich sag's euch ganz ehrlich, wenn ich jetzt gerade beim L-T-Shirt bin und ihr schreibt dann rein Größe XL, dann kann ich es euch natürlich nicht verlosen. Dann hat wer anders die Chance. Wenn es euch egal ist, dann habt ihr natürlich gewonnen. Dann kriegt ihr das T-Shirt natürlich auch. Weil ich möchte natürlich nicht, dass hier Leute dann T-Shirts kriegen, die, ja, ihnen nicht passen. Manche sagen sich halt auch, vielleicht hänge ich es mir auch ans T-Shirt. Kein Problem. Ans T-Shirt? An die Wand. An die Wand. Und habt Spaß damit, ne? Also wie gesagt, schreibt es ruhig rein. Wenn es euch egal ist, welche Größe, dann habt es. Es sind natürlich eure Gewinnchancen ein bisschen größer. Wenn ihr aber schreibt, hier L und es ist gerade das letzte XL, dann habt ihr natürlich, ja, dann wird neu ausgewählt. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Ja, Freunde, das war's. Wie gesagt, sechs T-Shirts habe ich. 3XL, 3L. Wir können auch nochmal die Rückseite zeigen. Auf die Rückseite bin ich natürlich sehr, sehr stolz. Und die Rückseite gibt's ja auch dank euch. Und, ich drücke euch allen die Daumen. Ich hoffe, die Geschenke gefallen euch. Wie gesagt, ich werde jedes Schiff hinten noch signieren, dass ihr natürlich auch so ein bisschen was Persönliches habt. Gab natürlich jetzt, letztes Mal gab es die Wappen, diesmal gibt es die T-Shirts. Mal gucken, was es beim nächsten Mal gibt. Wie gesagt, ich drücke euch die Daumen, Freunde. Und dann sehen wir uns die Tage wieder. Ach so, die Verlosung endet im Juni. Ich würde sagen, ich muss noch mal gucken, Freunde. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Beziehungsweise, wir können mal kurz schnell gucken. Weil ich hätte gesagt gehabt, wir werden das Video beenden, beziehungsweise die Verlosung beenden, wenn der Kanal Geburtstag hat. Und der Kanal hat im Juni Geburtstag. Wir gucken mal kurz rein. Ich habe es gerade natürlich nicht geöffnet, ihr wisst, wie ich bin. Super vorbereitet, wisst ihr ja. So, Moment. So, hier, Kanalinfo. Und zwar endet die Verlosung am 3.6.2019. Ach nee. Entschuldigung, Freunde. Manchmal bin ich einfach nur dämlich. Also am 3.6.2020 endet die Verlosung. Damit ihr Bescheid wisst. Ne? Also da hat der Kanal Geburtstag, da wird Adlerwache ein Jahr alt. Und das passt ja. Ne? Da endet dann die Verlosung. Gibt es dann natürlich wieder ein Video. Wie gesagt, ich drücke euch allen die Daumen. Hoffentlich gewinnt ihr. Und ich möchte noch diesmal sagen, diesmal wird niemand bevorzugt. Da gab es das letzte Mal ein bisschen Theater. Das möchte ich natürlich umgehen. Also es wird niemand bevorzugt. Es wird wirklich rein ausgelost. Und meine Moderatoren dürfen natürlich nicht teilnehmen. Ja, Freunde, viel Spaß damit. Ich wünsche euch noch eine angenehme Woche. Bis dahin, euer Adlerwache. Macht's gut.